Ja, die Fahrzeugnummer 142 wird in der 60 DS-Klasse disqualifiziert. Die Fahrzeugnummer 142 in der 80 DS-Klasse, das ist natürlich nicht richtig. Da wurde Einspruch eingelegt und wurde auch stattgegeben. 142 wurde disqualifiziert. Das Team Racing mit der Nummer 142 disqualifiziert in der 60 DS-Klasse, die holen sich in der Landbordung. Wir laufen in der 80 DS-Klasse, denn hier wird es nachher noch einmal richtig spannend werden. Die Top 6 sind noch einmal unterwegs, nur die sind dicht beieinander. Kein Fahrer konnte bisher alle Läufe gewinnen. Robby Rahn, Burgmeier und Daniel Holz. Dazu noch der stärkste Wagen im Feld, Sven Duberstein. Dann die einzigste starke Vorfeld, Yvonne Holz. Das war Quattro-Mendo. Das sind die Top-Fans. Damit war ich spannend, der hier am Ende wirklich das Einzige nach Hause nimmt. Im ersten Lauf ist keiner der Top-Piloten dabei gewesen. Deswegen lassen wir es nochmal ruhig angehen. Die Zielplane geht raus für den ersten, der über die Linie gegangen ist. Den Applaus hier auch noch einmal für die Fahrer. Und im zweiten Durchgang MM Racing dabei. René Wollenbecker mit der 478. Carola, Erich Erben, Martin von den Blue Tanks. Dann haben wir Stocker, die Basepol, Manuel Wittig, Yvonne Holz von den Blue Tanks und Stocker von den Green Bananen dabei. Also der erste Pilot, die erste Pilotin von den Top 6 startet jetzt im zweiten Lauf. Yvonne Holz von den Blue Tanks. 42 Punkte hat sie gehabt. Dreimal hat sie schon gewonnen an diesem Wochenende. Ein fünfter Platz war dabei, da lief es nicht so ganz optimal gestern. Alles andere perfekt gefahren. Teamkollegen hat sie auch noch mit im Feld dabei, den Martin mit der 798. Das heißt, mit einem Sieg könnte sie sich jetzt ganz weit nach vorne schieben.